Tony. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Feuer. Ich möchte gerne mit Brandopfern sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die durch Feuer viel oder sogar alles verloren haben. Ich möchte mit Brandstiftern sprechen oder auch mit Leuten, die Zeuge vielleicht eines sehr großen Brandes, einer Feuerkatastrophe einmal waren. Wenn ihr mich anrufen wollt, wie immer, die Telefonnummer 0800 5678 111 und wie immer auch die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anruf heute Nacht ist Björn und Björn ist 21 Jahre alt. Hallo. Grüßi Domian. Ja, hallo Björn. Zum Thema Feuer. Ja, genau. Ich bin Feuerwehrmann. Bitte? Ich bin Feuerwehrmann. Du bist Feuerwehrmann? Ja. Ja. Und ich hatte am Sonntag bzw. Montagmorgen was sehr nicht gerade Erfreuliches erlebt. Also jetzt in dieser Woche? Ja. Ja. Weil ich nämlich, was hast du erlebt? Ja, ich bin mit einem Kollegen durch die Gänge gefahren mit dem Auto und er ist auch Feuerwehrmann. So, ich wurde durch einen Schlechte Leitung. Ich muss das mal ein bisschen übersetzen. Also du bist mit einem Auto, mit einem Kollegen durch die Gegend gefahren. Nicht mit einem Feuerwehrwagen. Nein. Sondern mit einem normalen Wagen. Mit einem PKW. Ja. Mhm. So, und da sind wir in einem Stadtteil, wo ich wohne, durch die Gegend gefahren. Ja. So, und ich habe einen Melder. Der ist Melder gelaufen, ist halt Wohnungsbrand gewesen. Mhm. Also der Melder ist in deinem Auto und immer wenn irgendwas passiert? Nee, den habe ich bei mir an der Hose. Ah ja. Mhm. So, und natürlich durch die Sirene wurde ich alarmiert mit. Mhm. Also Melder und Sirene. Mhm. Na gut, dann bin ich mit ihm gefahren zum Umziehen und sind wir losgefahren. Ja. Ja, ein ziemlich schöner Wohnungsbrand. Ja. Also so ein Tod, also ich muss dazu sagen, derjenige, der in der Wohnung gewohnt hat, ist auch gestorben. Ja. Und der sah auch nicht gerade sehr, ich sag mal so, erfreulich aus. Das heißt, ihr habt den gesehen, diesen Mann gefunden? Das ist ein Mann? Ja. Ja. Er war 47 Jahre alt. Ja. Der, wie ist das passiert? Ist er eingeschlafen oder war er besoffen oder was ist passiert? Ja, also die Vermutung ist, er ist eingeschlafen mit einer Zigarette wahrscheinlich. Nein, also das Klassische fast. Man weiß es nicht ganz genau. Ja. Wie geht denn das dann? Wie viele Leute wart ihr? Wie viele Feuerwehrleute? Aber wie viele waren wir? Also es war ein kompletter Zug. Das sind wie viele Leute? Knapp an die 50 Mann. An die 50? So viele? Ah ja. Ja gut, ich sag mal so, manche mussten arbeiten, weil sie Nachtschicht haben. Mhm. Ich sag mal, insgesamt sind wir 50 Mann. Und der gesamte Zug, also die 50 Mann, ungefähr 50 Mann waren da? Ja, ungefähr. Ja. Bist du Berufs? Das habe ich gerade nicht gefragt. Ist das Berufsfeuerwehr, wo du aktiv bist? Oder ist das Freiwillige Feuerwehr? Freiwillige Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr. Warst du denn einer der Ersten, die dann in dieses Zimmer, in den Raum kamen, wo der verbrannte Mensch nicht direkt, war? Aber ich war nicht der Erste, sagen wir mal, Ort, sondern sagen wir als zweite Person, als zweites Fahrzeug da gewesen. Ja, gut, zweites Fahrzeug heißt ja noch nicht, dass du dann auch als Zweiter in den Raum kamst. Aber du kamst auch dann, nach einer gewissen Zeit warst du dann auch in dem Raum. Ja. Ja. Mhm. Was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du daran denkst? Was hast du da gesehen? Das ist grauenhaft. Die ganze, wo der so geschlafen hat, komplett alles schwarz, der ganze Raum. Mhm. Dann der Fernseher, der war nur noch ein Klumpen ineinander zerschmolzen am Tisch. Wo war der Mann? Im Bett. Mhm. Oder nee, beziehungsweise auf der Couch. Ja. Und wie sah der Mann aus? Oh, katastrophal schlimm. Richtig schwarz gebrannt und über diese hässlichen Blasen. Mhm. Mhm. Hast du zum ersten Mal sowas in der Dramatik gesehen? Wie lange bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Jetzt knapp fast 2 Jahre. Mhm. Und bisher waren es eher harmlose Sachen, die du
erlebt hast. Mhm. So, wie viel Feuerwehrleute waren dann in diesem Raum, wo die Leiche vorgefunden wurde? So circa 5 bis 6 Mann. Mhm. Wie geht man dann weiter vor? Ist es eure Aufgabe, diesen Leichnam dann auch rauszuschaffen oder machen das dann wieder andere Leute? Das macht ihr. Mhm. Müssen wir machen. Hast du das auch gemacht? Warst du dabei? Ja. Mhm. Und das Problem ist, ich hatte seit den Abend 2 Tage lang nicht geschlafen. Mhm. Weil sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Mhm. Und das war wirklich schlimm. Gibt es eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Feuerwehr, wo du da bist, gibt es da eine Hilfe? Gibt es Psychologen, die euch dann so ein bisschen... Du meinst einen Seelensorger? Ja, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, dass man so ein bisschen Hilfe bekommt. Gibt es. Das gibt es. Und hast du das in Anspruch genommen auch? Auf jeden Fall. Ja. Aber ist es immer noch da? Und natürlich, es ist ja erst ein paar Tage her und ich könnte mir vorstellen, dass die Bilder, die Eindrücke immer noch ganz, ganz präsent natürlich sind. Mhm. Ja. Ist das jetzt so eine Sache, dass du sagen würdest, ich gehe aus dem Job raus oder ich mache das nicht mehr mit der Freiwilligen Feuerwehr? Hallo? Hallo? Jetzt ist unsere Leitung fort. Gut, dann machen wir weiter mit Svenja. Und Svenja ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Svenja. Hi. Thema Feuer. Ja, am 18.05. hat mein Freund sich wegen mir angezündet. Dein Freund hat sich wegen dir angezündet? Ja, das war eine ganz skurrile Geschichte. Soll ich von Anfang an erzählen? Lass mich fragen, ist er dabei ums Leben gekommen? Ja, in derselben Nacht ist er noch. Am 18.05. in diesem Jahr? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr, 2001. Mhm. Wie hat er sich angezündet? So wie ich nachher nach Berichten irgendwie mitgekriegt habe, hat er aus seinem Kofferraum seinen Benzinkanister genommen, sich eben halt das über den Kopf geschüttet und dann mit seinem Zippo-Fahrzeug angezündet. Wie schrecklich. Wo hat er das gemacht? Vor meiner Haustür. Vor deiner Haustür? Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Du hast das gesehen auch noch? Ja, das war ja die skurrile Geschichte. Also er hat bei der Bundeswehr seinen Wehrdienst vollzogen und kam wie jedes Wochenende im Teil schön Freitag lustig, fröhlich nach Hause, hat sich hier hingesetzt und ich weiß nicht, irgendwie war alles wie vorher. Wir hatten nie Streit gehabt oder sonstiges. Er hat sich hingesetzt, auf einmal hat er angefangen zu heulen. Und ich fragte ihn natürlich, was ist los, was ist passiert? Ja. Hat er irgendwelche Probleme oder so? Und er so, ja, wenn ich dir das erzähle, dann, weiß nicht, schmeißt du mich raus, wirst du mich nicht mehr lieben und sonstiges. Ich so, du kannst mir alles erzählen, was ist los, das kann nicht so schlimm sein. Mhm. Ja, und dann hat er mir eben halt erzählt, dass er am Wochenende, beziehungsweise am Wochenende schön, die ganze Woche über sich KZA geschrieben lassen hat, sprich freigenommen hat und in Gladbeck bei einer netten Heike eben halt so die Woche verbracht hat. Bei einer netten Heike? Bei einer netten Heike, ja. Mhm. Das ist ja fremd gegangen. Ja. Nur diese eine Woche oder lief da schon vorher was? Das weiß ich nicht. Er hat mir eben halt nur von dieser Woche erzählt und dass es ihm leid tut und dass er das nicht wollte und sonstiges. Ja, und ich bin hier natürlich ausgetickt, weil... Ja, klar. Es war ja vorher nichts, wenn wenigstens vorher irgendwie Streit gewesen war, aber es war Harmonie total. Also das hat dich kalt erwischt. Absolut. Also du bist richtig ausgeflippt und hast ihn rausgeschmissen, oder? Ja, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn ausgeschrien, ich habe ihn fast zusammengeschlagen hier, weil ich eben halt super sauer auf ihn war. Mhm. Und dann er dann die ganze Zeit, wenn du mich rausschmeißt, dann bringe ich mich um, dann bringe ich mich um. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass er das sagte und deshalb habe ich es nicht so ernst genommen und habe ihn rausgeschmissen. Weil das nimmt man ja auch eigentlich nicht so ernst. Soll man ja auch gar nicht so ernst nehmen, wenn jemand das sagt. Ja, und wenn es dann nicht zum ersten Mal sagt, sowieso nicht. Dann ist er nach diesem Streit, in dem er noch diesen Satz gesagt hat, ist er rausgegangen vor die Tür? Nein, ich habe ihn rausgeschmissen. Du hast ihn rausgeschmissen? Dann ist er rausgegangen vor die Tür? Ja, und weiß nicht, da war erst eine Stunde gar nichts. Er hatte zweimal noch versucht, mich auf Handy zu erreichen. Ich habe hier alles ausgemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gar nichts mehr gehört, habe dann natürlich gedacht, er fährt zu seiner Mutter nach Hause, weil er im Tal da gewohnt hat. Und boah, ich bin aufgeregt. Aber währenddessen wusstest du, dass er immer noch vorm Haus ist? Nein, wusste ich nicht. Wusstest du nicht, ja.
Und ja, und dann bin ich halt irgendwann schlafen gegangen, weil ich eben halt auch nicht wusste, was ich machen sollte. Und ja, mein Schlafzimmer führt zur Straße raus und Jalousien sind dann auch nicht immer ganz zu, dass wenigstens ein bisschen Licht ins Schlafzimmer fällt. Und auf einmal war mein ganzes Schlafzimmer hell erleuchtet. Und nicht so, was ist passiert, ein Unfall oder so, wenn dann halb schlaftrunken ins Fenster gegangen. Und dann habe ich nur noch meinen Namen gehört, meinen Namen immer wieder gehört und dann eben halt ihn dann vor meinem Fenster direkt am Rumlaufen und sonst. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wie in einem fürchterlichen Film, ist das ja. Ja, und dann siehst du deinen eigenen Freund unten auf der Straße brennend herumrennen. Was macht man denn dann in dem Moment? Man ist doch wahrscheinlich gelähmt vor Schock, oder? Weniger. Ich habe mich umgedreht, habe die Decke geschnappt, bin barfuß dann auf die Straße, habe gesagt, schmeiß dich hin. In welchem Stockwerk wohnst du? Erdgeschoss. Das heißt, du warst relativ schnell draußen. Ja, und habe ihn dann gesagt, schmeiß dich hin und habe dann die Decke draufgetan, habe ihn dann im Zeit gelöscht und dann die Nachbarin, die stand am Fenster, wusste auch nicht, was zu tun soll, hab sie angeschrien, ruf jetzt endlich die Feuerwehr oder den Krankenwagen, ruf irgendjemand. Ja, und der kam dann auch 10 Minuten später. Lebte da dein Freund noch? Da lebte er noch. Er hat zwar nur gejammert und immer gesagt, ich liebe dich, mehr hat er nicht gesagt. War denn die, soweit du das da sehen konntest, waren die Kleidungsstücke, waren die schon verbrannt, alle, waren die weg? Die Klamotten, die waren, das war alles nur schwarz. Ja. So, dann ist er ins Krankenhaus gekommen und ist an seinen schweren Verletzungen erlegen. Ja, 2 Stunden später. Bist du mit zum Krankenhaus gefahren? Ich bin mit zum Krankenhaus gefahren, habe dann auch die Eltern angeguckt. Und weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, das Ganze liegt jetzt über ein Jahr zurück. Am 18.05.2001. Wahrscheinlich, wenn es in diesem Jahr passiert wäre, könnten wir gar nicht so miteinander reden. Denke ich mir, dass du da irrsinnige Schuldgefühle hattest. In dem Moment schon. Ja, nicht nur in dem Moment, wahrscheinlich auch noch lange Zeit danach, oder? Einerseits, ich war natürlich auch unheimlich sauer und enttäuscht von ihm, dass er eben halt so eine Aktion gestartet hat, mich eine Woche lang wirklich verarscht hat. Ja gut, aber darum geht es ja dann wirklich nicht mehr, wenn sowas passiert ist. Ich weiß nicht, mir ging so viel durch den Kopf, ich konnte glaube ich gar nichts mehr. Eine ganze lange Zeit und ich weiß nicht, so durch Gespräche mit Freunden und Familie. Wie schafft man es, so einen fulminanten Schock zu bewältigen? Verdrängen. Einfach nur verdrängen. Sich in Arbeit stürzen, sonst ist das das Einzige, was ich die ganze Zeit nur gemacht habe. Wie haben denn die Eltern von ihm zum Beispiel, haben die dir keine Vorwürfe gemacht? Ich habe mich komplett von den Leuten abgeschottet, weil die Mutter hat mich sowieso von Anfang an nie akzeptiert. Mhm. Gab es da eigentlich irgendeine Gerichtsverhandlung oder irgendwelche Untersuchungen von der Polizei, die irgendwas rekonstruiert haben? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe da nichts mehr davon mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe mit der Mutter nichts zu tun gehabt. Nee, doch, das müsstest du ja wissen, dann hätte die Polizei dich ja auch befragt, wenn die der Sache nachgegangen wäre. Ja, aber die Eltern hatten das alles so abgeschottet, selbst von Presse und sonst was, weil sich eben halt einige Leute auch gemeldet hatten. Die dürfen keine Informationen weitergeben, nur eben halt an die Eltern selber. Ja, das ist mir klar. Aber dennoch, wenn die Polizei Nachforschung gemacht hätte, was da passiert ist, da können die Eltern ja nicht einwirken, dass die Polizei dich nicht befragt. Ja, also, befragt haben sie ja. Ich konnte ja nur sagen, so und so war das. Er stand vor meinem Fenster, hat meinen Namen gerufen und der Rest, der stand ja noch. Der Kofferraum von seinem Wagen war offen und sonst ist es also Hast du seitdem wieder eine Beziehung haben können? Nein, also ich habe wirklich vor kurzem jemand sehr Nettes kennengelernt, aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwie jetzt schon bereit zu bin. Jetzt hast du gerade gesagt, ich kann man mit so einem Schock weiterleben? Hast du gesagt, verdrängen. Das heißt, du hast so richtig dich da noch nie, gar nicht mit auseinandergesetzt. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das hinkriegen würde. Ich stelle mir bei dir auch vor, dass du dieses Bild deines brennenden Freundes, der auf der Straße hin und her läuft, eingebrannt hast in deinem Gehirn, ne? Ja. Und gerade als ich jetzt heute das Thema von dir irgendwie gehört habe und auch den ersten Telefonat, das erste Telefonat, also es ging wie ein Film ab. Ich wurde zwar von deinem Team ganz gut irgendwie abgelenkt, zwar in der Hinsicht, dass ich trotzdem immer und immer wieder die Geschichte erzählen musste, aber... Du wirkst auf mich, das will ich dir sagen, nach einem solch unglaublich schlimmen Vorfall, auch wenn er schon über ein Jahr zurückliegt,
etwas befremdend abgeklärt oder distanziert. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, wie du es selbst erklärt hast, dass du das so weggedrängst alles und vielleicht diese wirklich schweren, schlimmen, elementaren Gefühle gar nicht an dich heranlässt, aus Angst, was das alles mit dir macht. Ja, weil ich kann es mir im Endeffekt ja auch nicht erlauben. Ich bin mitten im Berufsleben, das mit 21 und 20, ich will mir ja nicht nur hat sich blöd an dem Teil durch diese Aktion alles irgendwie verbauen. Es ist ja in gewisser Maße ein gewisser Druck auf mich von der Arbeit und von sonstigem. Und wenn ich da 2 Wochen sage, hier, ich kann nicht, ich will nicht. Dennoch, das sind alles so rationale Überlegungen. Manch ein Mensch würde zusammenbrechen. Wie hast du denn die Wochen danach verlebt, nach diesem Unglück? Ja, wie im Film halt. Ich habe nicht geschlafen, ich habe Schlaftabletten genommen, bin immer noch irgendwie mit Schlaftabletten dran, damit ich überhaupt schlafen kann. Viel mache ich da nicht. Ich versuche mich im Teil des Arbeitstechnisch wirklich reinzustürzen. Warst du auf der Beerdigung von deinem Freund dann auch? Aber nicht direkt am Grab. Ja. Halt etwas weiter weg, weil die Familie mich nicht sehen wollte. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Grauenhafte Geschichte, Svenja. Grauenhafte Geschichte. Möchtest du mit meiner Psychologin einige Worte reden? Nein, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Zwar lieb, aber möchte ich nicht. Ich kann es dir natürlich nicht aufzwingen. Und ich akzeptiere das auch, wenn du jetzt sagst, ich möchte das nicht. Dennoch rate ich dir, dass du, um dieses zu verarbeiten, professionelle Hilfe dir suchst. Ja, meine Eltern hatten ja schon gesagt, ich sollte zum Psychologen gehen und sonst. Das hat uns dann auch einige Adressen gegeben. Aber das hört sich jetzt zwar blöd an, ich kann mich aber nicht so offiziell mit fremden Leuten unterhalten. Dich kenne ich ja jetzt schon seit Jahren aus der Fernsehsendung. Deine Stimme ist mir bekannt und sonstiges. Aber jetzt wieder und wieder irgendwelchen Leuten das zu erzählen, das ist vorhin schon am Telefon schlimm gewesen. Gut. Dennoch wirst du die Möglichkeit für dich auch immer in Betracht ziehen können, wenn der Druck zu groß wird oder wenn du merkst, dass es doch so nicht weitergeht. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch klar für dich. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Svenja. Dankeschön. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Susanne, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Susanne. Unser Thema heißt Feuer. Ja. Ja, also mir ist, nochmal, ich gerade mal 9 Jahre alt, ist mir was sehr, sehr Schlimmes passiert. Und zwar, wir haben auf einem großen Bauernhof gelebt. Und halt damals, leider hat die Polizei dann immer noch nicht gefasst, den Mann. Und der hat unseren Bauernhof in Brand gesteckt. Und dabei kamen meine kleinen beiden Geschwister ums Leben. Und halt meine Großeltern. Oh je. Oh Gott. Wie alt waren deine Geschwister damals? Ja, also das Baby war 19 Monate alt und meine zweite Schwester war 2 Jahre alt. Und die Großeltern? Die waren ein bisschen älter, die waren auch schwer behindert. Und gerettet wurden deine Eltern und du oder gibt es noch ein Geschwister? Nein, da gab es nur ich und meine beiden Eltern. Meine Mutter hat es halt kochen gehabt damals, hat nur noch Feuer geschrieben. Ja. Ich habe halt gehört, meine Mutter wollte in das Zimmer von den beiden Kleinen, nur da stand halt schon alles voller Feuer und die konnten halt auch nicht mehr retten und im Schlafzimmer war auch schon alles voller Feuer. Ist das in der Nacht passiert? Ja. Ja. Wie hat denn der Brandstifter das Feuer gelegt? Das hat die Polizei so, ja, hat irgendwie Gas und Benzin da verschüttet und hat das Ganze in Brand gesetzt. Der Brandstifter, ist der gefasst worden? Nein. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Hast du gerade gesagt, ja. Deswegen habe ich heute noch ziemlich Angst, wenn ich heute ins Bett gehe, irgendwie, dass der plötzlich vor mir steht und alles wieder anzündet. Habt ihr denn eine Vermutung, deine Eltern, wer das eventuell und warum der das gemacht hat? Ja, ich habe eine Vermutung, dass es mein leiblicher Vater war. Aber das kann man nicht beweisen, das ist nur eine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung. Du warst 9 Jahre alt. Das ist ja schon ein Alter, wo man alles wirklich mitbekommt. Wie hast du das denn damals verkraftet? Da sind die beiden Geschwister tot, Oma und Opa sind tot und das Zuhause ist verbrannt, ist weggebrannt. War der Hof eigentlich gänzlich abgebrannt? Ja. Also alles war weg? Ja. Auch so deine Sachen, dein Spielzeug und alles, was man soll, ist alles weg. Ihr habt nur euer blankes Leben retten können, deine Eltern und du. Ja. Wie hast du denn damals das erlebt und verkraftet?
Ich hab's nie, ich hab's bis heute noch nicht verkraftet und halt, ich habe mich total abgeschottet damals. Ich wollte von niemandem mehr wissen, hab nur noch mich in meinem Zimmer damals verkrochen. Es hat keiner mit mich rankommen können. Mhm. Wo, du sagst in dein Zimmer, war ja nicht mehr da. Wo seid ihr denn dann hingezogen? Wir sind dann zu meiner Mutter, Freundin gezogen, die uns damals Gott sei Dank aufgenommen. Mhm. Und da war ich eigentlich nur weggeschottet. Ich, mich hat auch keiner mehr irgendwie gesehen gehabt. Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Ja. Das ging einfach nicht. Warst du in den Jahren danach mal bei einem Psychologen? Nein. Nicht? Mhm. Wie geht es deinen Eltern heute, nach den Jahren? Meine Mutter geht sehr, sehr schlecht. Mhm. Sie leidet heute noch sehr stark darunter. Sie macht sich auch teilweise Vorwürfe, obwohl sie gar nichts dafür kann. Welcher Art von Vorwürfen? Ja, wenn sie bei den Kleinen vielleicht ins Zimmer gewesen wären, hätte sie wahrscheinlich noch retten können. Und ich habe zu ihr auch gesagt, es hat keiner verhindern können. Ich glaube, dass man sich, wenn so etwas passiert ist und man da irgendwie mit vor Ort war, dass man sich irgendwie immer Vorwürfe macht. Hätte ich doch und hätte ich, obwohl man es eigentlich vielleicht gar nicht tun können, hätte tun können. Hm. Bist du noch einige Male an diesem Ort gewesen, wo das passiert ist? Ich war letztes Jahr einmal draußen und hatte halt auch einen ziemlich starken Nervenzusammenbruch, weil die ganzen Erinnerungen wieder hochkamen. Mhm. Ist das, was kann man da jetzt sehen? Ist das ganz weg oder ist dir wieder was Neues aufgebaut? Nein, also da ist nur noch Gras jetzt dann drüber gewachsen und mehr nicht mehr. Mhm. Sind denn deine Eltern, haben die dann einen anderen Bauernhof irgendwo wieder aufgebaut? Nein. Hatten da keiner mehr die Kraft dazu gehabt, weil es alles wieder passieren könnte. Und daher. Das ist ja das zusätzlich Hochdramatische, dass du sagst, du hast heute noch Angst, dass das nochmal passieren könnte. Ja. Und deine Eltern haben auch diese Angst. Meine Mutter nicht mehr so, weil wir wohnen jetzt doch auf einem größeren Abstand. Ich bin halt weiter weggezogen und sie ist woanders hingezogen. Wenn ich heute ins Bett gehe, sage ich mir, das kann wieder passieren. Mhm. Und ich habe auch noch immer diese Albträume. Mhm. Also die Familie ist jetzt getrennt, du lebst getrennt von deiner Mutter und die Eltern sind hier auch getrennt? Nein, die leben zusammen. Die leben zusammen. Mhm. Und der Vater, hat der auch Angst noch? Also mein Stiefvater hat sehr, sehr große Angst, weil er das ja selber damals alles miterlebt und... Mhm. Der hat heute noch seine Wahnvorstellungen, wenn er irgendwo hinfährt zur Arbeit, schaut er schon immer, ob nicht irgendwer bei ihm ist, ob ihm was passieren kann. Hast du Kontakt zu deinem leiblichen Vater? Nein, meine Mutter hat ihn damals sofort abgebrochen, weil wir auch vermuten, dass er es war, weil er mich nicht gesehen hat. Weil er dich nicht gesehen hat? Mhm. Verstehe ich. Er wollte mich immer wieder sehen. Nur er war halt ziemlich kriminell, hat damals Menschen umgebracht schon. Mhm. Und ich hatte halt auch erst jetzt mit meinem 13. Lebensjahr alles erfahren. Mhm. Und er hat gesagt, tut mir leid, also darf deine Tochter nicht sehen. Ach so, ich verstehe, der hatte dich früher, als du ein kleines Kind warst, auch nicht gesehen. Mhm. Ach so. Überhaupt nicht. Mhm. Und weißt du, wo der sich heute aufhält? Ist der auf freiem Fuß? Ist der im Gefängnis? Oder? Der ist auf freiem Fuß, deswegen habe ich auch so große Angst. Mhm. Klar, sonst hättest du auch keine Angst, natürlich. Aber es hätte ja sein können, dass er irgendwie wieder im Gefängnis oder zwischendurch wieder mal draußen war oder so. Und in welcher Gegend er sich aufhält, weißt du auch nicht? Nein, das weiß ich nicht. Also war das größte und schwerste Unglück eurer Familie, was man sich überhaupt vorstellen kann, weil alles kaputt gemacht wurde, was da war, kann man so sagen. Ne? Mhm. Wie alt waren deine Großeltern damals? Ach, meine Oma, die war 90. Und mein Opa so alt war 90. Ja, mein Opa war 79. Hm. Hm. Wenn du jetzt so eine Angst hast und dich das immer noch so belastet, Susanne, hast du denn nicht auch schon mal darüber nachgedacht, dass du dir Hilfe holst irgendwo? Weil das ist ja wie ein Trauma, was da in dir ist. Und ich habe schon mal dran gedacht, nur... Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut. Ich könnte mir vorstellen, so wie du dich jetzt anhörst, dass du eigentlich auch gar kein normales Leben so richtig führen kannst. Also, das geht einfach nicht. Das kann ich nicht. Was machst du so? Bist du noch Schülerin oder in der Lehre? Was ich zurzeit mache, ich in der Lehre als Kellnerin. Ja.
Und ich schaue halt immer, dass irgendwer, wenn ich irgendwie heimgehe, dass immer irgendwer bei mir ist, weil ich Angst habe. Gibt es überhaupt so ein Thema Freundschaft, Erotik? Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ich habe einen Freund seit einem Jahr. Ah ja. Nur der versteht mich halt nicht. Der versteht dich nicht? Aber der weiß all das, was passiert ist. Der weiß darum. Er weiß es, was passiert ist. Er kann mich in dem Punkt nicht verstehen. Siehst du, das ist aber auch noch ein Grund, finde ich, Susanne, und ein Argument, dass du dir helfen lassen musst von außen, von einem Menschen, der das auch richtig kann, weil ja dein ganzes Leben blockiert ist dadurch und wahrscheinlich einen ganz für dich unangenehmen Verlauf nehmen könnte. Du kannst dich nicht auf eine richtige Liebesbeziehung einlassen, du kannst es nicht deinem Freund vermitteln, was ja auch verständlich ist, dass das irgendwie vielleicht nicht geht. Du hast Angst, wohin du auch gehst, du hast Angst, dass abends deine Wohnung abbrennt. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen sprichst. Und die kann dir auch erklären, wie das in so einer Psychotherapie, wie das da abgeht, was man da macht. Und dass du da keine Angst vor haben brauchst. Und dass das sicher für dich das Allerbeste ist, was du tun kannst, weil du so viel aufarbeiten musst. Guck mal, was für ein Schock das für ein Kind ist, was du da erleben musst. Das ist ja unbegreiflich eigentlich. Ne? Du legst mal bitte auf. Und die Petra, so heißt die Psychologin, meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Gut, okay. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ich danke schon. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mirja, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Mirja. Zum Thema mein Feuer. Dein Thema ist nicht Feuer. Dein Thema ist nicht Feuer? Nee. Sondern? Wasser. Wasser? Erzähl mal. Ich weiß gar nicht, ob ich nach so einer Geschichte sowas noch erzählen kann. Erzähl mal. Das ist halt hier so in der Sendung, dass sich viele Dinge aneinander reihen, die vielleicht auch eigentlich... Das fällt mir total schwer. ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass du sagtest, es ist Wasser. Ich vermute mal, dass das doch irgendwie mit Feuer zusammenhängt. Ja. Ja. Erzähl einfach mal von vorne. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass mich überhaupt jemand anhört, weißt du, deswegen denke ich das. Fang mal einfach an. Ich wohne. Also Wasser meine ich deswegen, weil mein Kind, also ich bin 30, bin ein alleinerziehender Mann. Ja. Und mein Kind hat wegen mir ganz furchtbare Verbrennungen mitmachen müssen. Warum? Also zu 80%. Ja. Weil ich einkaufen war. Wie alt war das Kind da? 8. Das war 8 Jahre. Wie lange liegt das zurück? Ich weiß nicht, so ein Dreivierteljahr. Ach so. Aber er ist immer noch nicht bei mir. Ist immer noch in der Klinik. Was ist denn genau da passiert? Ich habe ihn allein gelassen. Also ich habe so eine komische Suppe gekocht. Also ich habe einfach gekocht. Ja. Und ich habe gesagt, Tim, ich gehe jetzt einkaufen, kurz gegenüber. Ja. Und komme gleich wieder, so wie es immer war. Und das habe ich auch gemacht. Die Suppe war auf dem Herd. Genau, so war das. Und die kochte. Bitte? Und die kochte, die Suppe. Ja. Und der Kleine ist ein Junge? Ja, ja. Tim. Tim war zu Hause. Und Tim hat irgendwas Schlimmes angestellt mit dem Topf. Genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich bei diesem Schlecker war, in diesem Laden. Und also ich war auch ziemlich lange, glaube ich, da so 10, 15 Minuten. Er hat selber auch gar nicht die Feuerwehr gerufen, das konnte er auch nicht mehr, das waren wahrscheinlich Nachbarn oder so, das weiß ich gar nicht was, so genau. Was genau ist denn passiert? Hat er denn diesen Suppentopf irgendwie runtergezogen? Natürlich, der hatte Hunger und er wollte es einfach probieren, wie das immer macht. Und hat sich fürchterlich verbrüht mit dem Wasser? Er hat sich total verbrannt. Wo ist denn? Von oben bis unten, das Einzige, sein Gesichtchen ist nicht verbrannt, alles andere, 80% sind verbrannt, von oben bis unten.
Du kamst dann nach einer Viertelstunde nach Hause? Ja, ich war direkt gegenüber. Dieser Laden ist eben einfach direkt gegenüber, wie ich es immer mache. Und hast du ihn dann... Ich meine, er ist 8. Ja. Hast du ihn dann auf der Erde liegend vorgefunden? Oder? Nein, dieses Feuer war schon da. Ich stand in dem Laden und... Aber wie haben die das denn überhaupt gemacht? Ich weiß es nicht. Dass irgendjemand hat... Ich weiß es nicht. Das weißt du bis heute nicht? Nee. Ich weiß es nicht. Wie stark sind seine Verbrennungen? 80%. Also sein Gesichtchen ist ganz noch genauso wie immer. Aber alles andere, ab Hals ist alles... Das ist dann, deswegen sage ich ja gerade, es ist nicht Feuer, sondern Wasser bei mir. Ja, aber dennoch schwerste und schlimmste Verbrennungen. Wahrscheinlich nennt man das dann dritten Grades, ne? Wenn das so stark ist, wie du es gerade beschrieben hast. Vierten Grades, das ist dritten Grades, das ist einfach alles total verbrannt. Mhm. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Jetzt liegt er seit einem Dreivierteljahr im Krankenhaus. Ja, liegt in der Klinik. Mhm. Im künstlichen Koma. Im künstlichen Koma. Mhm. Wie oft fährst du dorthin? Natürlich jeden Tag. Machst du dir große Vorwürfe? Sehr. Mhm. Und erzähl mir auch nicht, dass ich bin schon in Behandlung und alles, was ich alles tue, das tue ich alles schon. Mhm. Wenn du an seinem Bett stehst, wenn du ihn besuchst. Sprichst du mit ihm? Ja. Ja. Ja, man hört mich nicht. Also sicher hört er mich, aber... Was sagen die Ärzte? Ich stehe von diesem Körper, das ist gar nicht mehr der Körper von meinem Kind. Hm. Der ist so verbrannt. Das ist, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich habe... Ein Kind ist einem ja so als nächstes, also so ganz doll ans Herz gewachsen. Und das ist was anderes, als wenn man irgendwie jemanden verliert. Hm. Und du stehst an diesem Bett und ich habe auch in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass ich jemals bei dir anrufen würde, niemals. Mhm. Und ich habe das Thema gelesen vorher und ich habe gedacht... Ja. Was sagen die Ärzte denn? Welche Prognosen geben sie? Er wird sterben, sicher. Er wird sterben? Ja. Mhm. Ja. Und das ist jetzt auch mein Ding, wie ich damit zurechtkomme, das weiß ich auch. Dann ist es ja schon fast ein Wunder, dass er jetzt so lange noch überlebt hat. Mhm, echt. Dreivierteljahr ist es schon her. Mhm. Also du hast dich damit quasi schon... Nee, auseinandergesetzt, nee. Nee, aber du gehst davon aus, dass er sterben wird, weil die Ärzte dir das so... Nee, die sagen, das ist alles nur noch künstlich. Also alles ist nur noch künstlich. Mhm. Hast du Menschen, mit denen du darüber redest? Außer der Psychologin von der, oder wie also mit meiner Familie natürlich nicht, weil sie verstehen das, sie denken natürlich, dass ich das schuld bin, weil ich ja nicht da war. Also deine Familie sagt das sogar oder denkt das? Ja. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Ich bin alleinerziehend. Ja, aber dennoch gibt es ja einen Vater. Jo. Kümmert er sich auch um das Kind oder... Also bis dahin schon, sicher. Mhm. Also der kann da nicht hin. Der spricht auch mit mir seitdem nicht mehr. Das heißt, der gibt dir auch die Schuld? Nee, hat nie gesagt, aber ich weiß das. Mhm. Gibt es überhaupt jemanden in deinem Umfeld, der sagt, das war ein schweres Unglück? Ich habe schon Freunde. Die nehmen mich auf den Arm und die drücken mich. Mhm. Und sicher, aber das ist eben ganz komisch, wenn ich an diesem Bettchen stehe. Mhm. Gibt es Momente, wo du sagst, es war ein unglaublicher Unglücksfall, es hätte irgendwie immer passieren können? Oder sagst du immer, ich war schuld? Aber was soll ich denn sagen? Ich meine, ich war bei diesem Scheißlecker. Mhm. Ich habe mein Kind allein gelassen. Mhm. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass der Herd an ist. Mhm. Ich habe einfach nur gesagt, Mami, geht mal eben kurz, wie immer. Ich habe schon so oft gemacht. Mhm. Die Mama holt mal eben was zu trinken, oder? Mhm. Ja, da kann man auch, ich weiß auch, dass man da nicht viel zu sagen kann. Ja, ich weiß das. Ja, das, ich weiß das. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt an, doch ich weiß das schon. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach das Bedürfnis hat zu sprechen. Mhm, genau, das tue ich ja jetzt. Das ist das, ja.
Wenn du ihn besuchst, wenn du bei ihm bist, wie lange sprichst du mit ihm? Wie lange bist du? Den ganzen Tag. Ich bin eben auch erst wiedergekommen. Ich bin den ganzen Tag bei ihm, aber ich sitze, wie gesagt, seit einem Dreivierteljahr in diesem Bett und es ist schon in Ordnung, guck mal. Es ist sehr schwer, da etwas zu sagen für mich. Genau. Das ist dir klar, ne? Ich weiß, genau. Ich finde es ganz unendlich traurig. Du tust mir super leid, er tut mir super leid. Aber ich kann auch verstehen, dass du dir die Vorwürfe machst. Ich würde es mir auch machen, wenn ich du wäre. Ganz klar. Ganz klar. Hast du so einen Wunsch, dass du denkst... Ja, dass er aufwacht, dass er endlich aufwacht und sagt, ja, Mama, hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Ich bin jetzt wieder da und alles wird gut. Egal, wie ich aussehe. Das ist völlig wurscht. Egal, wie der aussieht. Gibt es auf der anderen Seite auch die Überlegung oder den Wunsch, dass du denkst, er soll nicht mehr leiden? Und das möchte ich auch. Das wünsche ich mir von Herzen, dass er endlich aufhört. Dass er gehen zu kann. Zu atmen. Ja. Aber es wird er natürlich auch, sicher. Ja. Du bist zwar in Behandlung, sagst du. Darf ich dir dennoch ein Gespräch noch anbieten? Nee. Nein. Das ist schon alles in Ordnung. Das ist ganz lieb, dass du jetzt mit mir gesprochen hast. Und es ist jetzt schon in Ordnung. Ich kann dir nur mein Mitgefühl aussprechen. Mehr kann ich nicht sagen. Dankeschön. Ich kann gar nicht sagen, alles... Ich wünsche dir noch ganz viel Kraft für diese Sendung. Die ist wirklich ganz furchtbar. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft für das, was du noch vor dir hast. Auf Wiederhören, Mirja. Tschüss. Jetzt haben wir 1.37 Uhr. Jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine feste Themennacht und das Thema heißt Feuer. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die Feuerbrandopfer waren, sind, denen das Feuer etwas genommen hat, alles zerstört hat oder die in irgendeiner Weise mit Feuer zu tun haben. Es gibt ja auch vielleicht positive Aspekte des Themas Feuer, die vielleicht irgendwie mit besonderen Feuerwerken was zu tun haben. Ich weiß es nicht, es ist ein großes Thema. Wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0805 678 111 und ich bin verbunden jetzt mit Simon. Und Simon ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Wir haben gerade sehr schlimme Sachen gehört, sehr traurige Sachen. Was ist es bei dir, was Ähnliches oder... Ja, es ist eigentlich nicht das Thema Feuer, sondern eher das Thema Glut. Ich hatte also mit meiner Freundin des Öfteren recht ausgefallenen Sex und diese Freundin ist Kettenraucherin und wir lagen halt so nach dem es vollbracht war sozusagen Arm in Arm auf unserem Bett und auf meinem Bauch stand der Aschenbecher und sie tat ihren Unterarm einfach so rüber und landete aber nicht im Aschenbecher, sondern auf meiner behaarten Brust und senkte mit ihrer Zigarettenkippe so die Haare an, was dann ja auch so ein bisschen knistert und wir sind dann drauf gekommen, dass das Ganze doch recht erregend ist. Und Simon, ich möchte dich mal eben kurz unterbrechen. Bitte verstehe das nicht als unhöflich oder als unhöflich dir gegenüber. Ich möchte, dass wir dieses Gespräch jetzt hier abbrechen und wir können uns morgen darüber noch mal unterhalten. Ich bin jetzt irgendwie zu angeschlagen gerade von den beiden Themen und habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt mich über Sex zu unterhalten. Geht doch gar nicht um die sexuelle Geschichte, aber ich wollte bloß, wie gesagt, ich hatte das auch schon vorher gesagt, dass es nicht um das Thema Feuer direkt geht.
sondern eben eher um das Thema Glut und dass das eben, ich hatte das ja vorhin auch schon geschildert, den Kollegen, deinen Kollegen gegenüber. Ja. Und wenn das jetzt der falsche Zeitpunkt ist, dann klinke ich mich... Ich bitte dich wirklich um Verständnis, das hat nichts mit dir zu tun. Ich sag, wir sparen es einfach auf, wir rufen dich morgen nochmal an und dann unterhalten wir uns ganz entspannt darüber. Okay? Alles klar. Okay, wiederhören Simon. Dann bin ich verbunden mit Volker. Volker ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Volker. Ich grüße dich. Das ist ja eine furchtbare Sendung, ja, habe ich heute Abend gerade gehört, ja. Ja, wir haben sehr schlimme Fälle gerade gehört, ja. Ja, also ich hatte selber als Kind einen Unfall gehabt, war ich 6 Jahre alt, hatte dann eine zweit- und drittgradige Verbrennung. Was auch sehr schlimm, was sehr schlimm ist. Ja, es war schon sehr schlimm. Also ja. 35% der Körperoberfläche waren verbrannt. Ja. Durch was war das gekommen? Und zwar eigentlich, wie das halt so passiert im Leben, ja. Merkwürdige Zufälle reihen sich aneinander. Ich ging eine Wasserpistole kaufen mit meiner Mutti, ja. Und ging dann zurück zu meinem guten Freund, dem Alexander. Wir haben damals immer so Rattenzeug irgendwie in irgendwelche Löcher reingekippt, ja. Ja, und dann kam der Thomas rüber. Der Thomas brachte dann einen 10-Liter-Eimer, einen Putzeimer, Putzeimer war das, vollgefüllt mit Benzin mit. Boah. Und die beiden Jungs, die waren auch in deinem Alter, 6 Jahre so ungefähr. Ja, also der Thomas war 10. Ja. Der Alex war 8 und ja, okay. Dann schleppte er den Putzeimer mit und pinselte dann diesen Holzstoß hinten an und nahm dann einen Holzscheitel raus, der befeuchtet war mit Benzin, hielt den senkrecht in der Hand und zündete den an. Ach. So, dann brannte das Teil, na klar, er ließ es fallen und das fiel direkt in den offenen Putzeimer mit dem Benzin rein. Heute der Holzstoß entzündete sich auch noch und ich stand eigentlich mittendrin. Lichterloh. Aber das, ja, klar, das ist dumm gelaufen, das kann man nun mal nicht ändern, aber das ist sicherlich eine furchtbare Sache. Ja. Wie lange lagst du als kleiner Junge dann im Krankenhaus? 3 Monate auf der Intensivstation. 3 Monate. Hast du wurde ungefähr so 20 Mal operiert. Also, ja. ich stelle mir wirklich brand. Ich finde das alles gar nicht so schlimm. Ich finde es viel, viel schlimmer, wie andere Leute damit umgehen. Mhm. Ja? Inwiefern meinst du das? Ich meine, wir sind alle so auf Beauty getrimmt, auf Schönheit, auf Fitness. Und wie begegnen dir die Menschen im Alltag? Ich meine, bei mir ist es jetzt noch nicht mal so schlimm. Wo kann man das bei dir sehen? Wo sind Im Gesicht. Im Gesicht? Wo? Am Kinn. Am Kinn, ja. An rechte Gesichtshälfte, siehst du auch noch. Es wurde na klar schon öfters korrigiert, ne? Das sind 20 Operationen und die können ja heute auch schon ein bisschen was machen. Ja. Das ist ein bisschen Canossa-Gang für mich gewesen, diese ganze Geschichte, weil diese Narben wachsen ja nicht mit, gell? Ja. Die sind ja nicht so elastisch wie normale Haut, sondern das ist eigentlich minderwertiges Bindegewebe, wenn du siehst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich das Gesicht nicht anpasst von den Konturen her. Mhm. Ja? Also das ist Gesicht. Und das zieht dann ein bisschen. Verzerrt. Da muss halt immer wieder mal ein Schnittchen gemacht werden, damit sich das genau. Ja, verstehe. So, jetzt sagst du, das Schlimmste ist eigentlich, wie die Leute damit umgehen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Also das ist heute wirklich eine super gute Plattform, deine Sendung, um das Verständnis mal ein bisschen zu fördern. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich habe nur die Sorge, dass das nicht großartig gelingen wird. Ja, weil wir wirklich, wie du sagst, in einer völlig überzüchteten Beauty-Welt leben und wo Schönheit und Glattheit wirklich das oberste Gebot ist. Genau. Und wenn jemand ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist er wirklich unten durch. Er fällt durch das Raster durch. Ne? Das heißt, du hast sehr viele unangenehme Erlebnisse mit Menschen gehabt, wie die auf deine Brandwunden reagiert haben. Ja, insbesondere als Kind, ja. Ja. Insbesondere als Kind, ja. Und als Kind fiel mir das also unsagbar schwer, ja, mit umzugehen. Gerade weil wir auch öfters umgezogen sind und so. Und das soziale Umfeld hat halt ständig gewechselt. Und dann bist du halt immer irgendwo von vornherein schon mal anders. Das heißt, du warst ja als Kind dann doppelt gebeutelt. Einmal hast du diese schweren, schweren Schmerzen ertragen müssen. Richtig. Und dann hinterher
diese Diskriminierung auch noch, die damit verbunden ist. Ja, ganz genau. Und die geht es auch heute special hier bei mir, ja. Und ich möchte einfach nur mal, deine Sendung heute nutzen. Die finde ich übrigens ganz gut, ne? Dankeschön. Ja, ist so. die finde ich übrigens ganz gut und die hat auch irgendwo einen Wert, ja, für mich. Und ich habe heute Abend hier rumgepeppt und ich sehe das Thema Feuer, dann denke ich, ey, den musst du mal anrufen. Ja. Muss ich jetzt mal loswerden, ja. Sag mal, Volker, ich würde dich gerne fragen, wie das war, so war und ist bei Begegnungen mit Mädels, mit Frauen. Welche Erfahrungen du da gemacht hast? Eine ganz tolle Frage, die du mir jetzt stellst. Also ich habe die wunderbarste Frau gefunden, die ich mir vorstellen kann, ja. Das ist wirklich wahr. Also großes Glück gehabt. Ich bin gerade drüben im Schlafzimmer, ja. Und hör zu. Ich will dir auch heute hier sagen, dass ich diese Frau heiraten will, ja. Das ist, na super, eine wunderbare Frau, ja. Und ja, also wenn das jetzt einer sagt, also, dass ich mal... Aber es gibt halt auch noch Menschen, die halt nicht so denken. Natürlich, natürlich, ganz klar. Ja. Also, und du hast dich aber seelisch von dieser ganzen Sache, hast du dich erholt? Ja, ich möchte auch anderen Leuten einfach Mut machen. Ja, es gibt ja genügend Möglichkeiten. Ich meine, es gibt auch wirklich Brandopfer. Ich habe auch jede Menge gesehen. Ja, wurde ja öfters operiert. Da bist du ja in solchen Kliniken. Da gab es echt harte Sachen. Motorradfahrer und der Bande gerutscht. Ja, und das Auto fing an zu brennen. Er hatte kein Gesicht mehr, kein Lippenrot, keine Nase, keine Augenbrauen. Das ist schon heftig, ja. Musst du eigentlich jetzt immer noch mal operiert werden oder? Ja, so ein paar Operationen stehen noch an. So 6, 7 werden noch anstehen und dann lasse ich es auch gut sein, weil dann bin ich es auch langsam leid. Ja, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich habe eine wunderbare Frau. Ja. Dazu möchte ich dich nochmal beglückwünschen. Ich finde es gut, dass du angerufen hast und finde vor allen Dingen auch gut, dass du diesen Aspekt angesprochen hast. Vielen Dank. Das möchte ich wirklich unterstreichen. Ja. Ich wünsche dir und deiner Frau, deiner zukünftigen Frau, alles Liebe und alles Gute. Ja, weißt du, Domian, also ich würde mich jetzt freuen, wenn ich ihr sagen kann, jetzt hier am Telefon, die sitzt gerade da drüben, dass ich sie sehr, sehr lieb habe. Toll. Und dass ich sie wirklich heiraten möchte und dass sie für mich die einzig wahre ist, ja. So, und jetzt machen wir ganz schnell Schluss, damit ihr zueinander sausen könnt und euch richtig lieb haben könnt. Okay? Tschüss, Volker. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Darius, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Darius. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Morgen. Was hast du mit oder durch Feuer erlebt? Ja, und zwar Folgendes. Gehst du bitte näher ans Telefon noch? Ich habe ein Handy, deswegen. Ach so. Na gut, fang mal an. Und zwar geht es darum, ich habe eine polnische Lebensgefährtin. Eine polnische Lebensgefährtin, genau. Ja. Und ihr Bruder hat mich hier abgeholt und wir wollten nach Polen fahren, beziehungsweise sie besuchen, ne? Und auf der Fahrt dahin, und zwar auch das unglückliche Datum von dieser, der Frau, wo sich der Freund da angezündet hatte, nur ein Jahr später, also jetzt 2002, am 18.05. glaube ich war das, ne? Ja, genau. Und genau da sind wir auch die Landstraße lang gefahren und kurz vor uns, Minute, 2 Minuten vor uns, ist... ein Kerl mit seiner Lebensgefährtin, das wussten wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, gegen einen Baum gefahren. Also auf eine Geraden, da kam eine Linkskurve. Ja. Und wir sind da lang gefahren, aber man sehen wir nur halt, dass ein Auto am Baum hängt und vorne halt aus der Motorhaube Qualm kommt. Und haben halt angehalten, haben versucht, weil wir nur den Kerl gesehen haben, ihn aus dem Auto zu ziehen. Nur das Problem war, der ist so gegen den Baum geheizt. Ich weiß nicht, wie viel kmh er drauf gehabt hat. Er hat auf dem Rücksitz gesessen. Ja. Ohne Lenkrad, wo das Lenkrad dran gemacht ist, hat er im Rippenbereich drinnen gehabt und auf dem Rücksitz. Also das Auto brannte aber es qualmte nur. Es qualmte nur, ja. Vorne auf der Motorhaube. Ja. Es qualmte erstmal nur. Ja. Und wir haben versucht, ihn halt rauszuziehen. Ging nicht, weil er halt so festgeklemmt war. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, komm, zieh nochmal von der Seite. Auf einmal fing das Auto Feuer vorne. Es hat von vorne angefangen zu brennen. Die Frau saß aber auch noch in dem Auto. Bitte? Die Frau saß aber auch noch in dem Auto. Nein. Wir wussten von der Frau erstmal gar nichts. Wir wussten erstmal gar nichts. Und auf jeden Fall ist es so gewesen, es hat angefangen zu brennen. Und in Polen ist halt die Pflicht, dass Kfz-Führer bzw. Autos
einen Feuerlöscher dabei haben müssen. Mhm. Mindestens 2 Kilogramm, also so einen kleinen. Mhm. Den haben wir aus dem Auto geholt, wo das Auto Feuer gefangen hatte, und haben das versucht, das Feuer zu löschen. Ja. Erstmal ist es auch ein bisschen erstickt, also aber gedacht, okay, jetzt können wir ihn rausholen. Feuer kam wieder. Mhm. Wir haben wieder an ihm rumgezerrt. Mhm. Von links, von rechts, also von hinten. Also er hat ja auf dem Rücksitz gesessen. Mhm. Das ging aber nicht. Wir haben ihn nicht bewegen können, gar nicht. Mhm. Dann auf einmal, das Feuer wurde immer mehr. Mhm. Das Auto hat vorne schon komplett gebrannt. Mhm. Ich habe Autos angehalten. Also mein Kollege, der Bruder von meiner Freundin, hat weiter an ihm gezerrt. Mhm. Versucht, da ist, alles und dann. Erzähl es mal ein bisschen kompakter, nicht zu ausführlich, wie es dann weiterging. Ja, und ich habe versucht, Autos anzuhalten, die noch Feuerlöscher, weil es ja Pflicht ist. Ja. Habe ich Autos angehalten, damit wir Feuerlöscher noch kriegen, um das Feuer zu ersticken. Mhm. Nur es hat keinen einzigen dabei gehabt. Ja. Was ist dann genau Schlimmes passiert? Das Schlimme war, das Auto hat so Feuer gefangen, dass ich ihn, sag ich mal, aus dem Auto, also meinen Kollegen, den Bruder von meiner Freundin, aus dem Auto gezogen habe, weil er ja bei ihm war die ganze Zeit. Wir sind 2, 3 Meter, 5 Meter zurückgegangen und haben zugeguckt, wie der Mensch im Auto verbrannt ist. Also diesen Mann, den ihr da rausziehen wolltet, konntet ihr nicht rausziehen? Ja, der auf dem Hintersitz saß, den habt ihr nicht rausgekriegt. Wir haben ihn überhaupt nicht rausbekommen. Ihr habt ihn nicht rausbekommen und habt damit ansehen müssen, wie dieser Mann in dem Auto verbrannt ist. Genau. Und nun hast du gerade was erzählt, dass da auch noch eine Frau drin war genau. im Auto. Ja, genau. Das Problem war dabei, wo das Auto komplett in Flammen gestanden hat. Wo der Unfall passiert ist, bevor wir, sage ich mal, alles angefangen haben zu löschen und so weiter, habe ich ja per mein Handy noch die 112 gewählt, wurde automatisch auf die polnische... Okay, also da war auf jeden Fall noch eine Frau in dem Auto. Ja, aber das wussten wir ja nicht. Habt ihr denn gesehen, wie die Frau dann auch noch mit verbrannt ist? Oder wo, nein. Wann habt ihr das denn erfahren, dass da noch eine Frau drin ist? Ja genau, das Beste dran war, dass nachdem das Auto komplett in Flammen stand, der Mann verbrannt ist, kam so ein Bauer, der sein Hof gegenüber von dieser Unfallstelle hatte, kam er zu uns und hat gesagt, oh, schade um die Typen. Ich meine, naja gut, wir haben alles versucht, wir konnten nichts machen. Und dann meinte ich, was ist mit der Frau? Und dann haben wir gefragt, was für eine Frau? Okay, wo war die Frau denn nun? Wo? Ja, genau, die war im Acker, die ist durch die Windelscheibe durchgeflogen. Achso, die ist also nicht verbrannt? Nein, aber die ist 2 Tage später gestorben. An den Folgen des Unfalls? Im Krankenhaus, weil das kam in an den, die ist dann gestorben an den Folgen des Unfalls? Genau. Ja. Wobei dieses ja nun auch ein hochdramatisches Horrorerlebnis ist für euch wahrscheinlich, wenn ihr da vorsteht und zusehen müsst, wie ein Mensch im Auto verbrennt. Ja, das war nicht kein schöner Einblick. Also war der Mann bewusstlos oder hat er das doch mitbekommen am Anfang? Also alle Beteiligten, die da bei uns im Auto, wir waren 4 Leute, die zum Unfallort kamen, wo das Auto noch gequalmt hat und so weiter, haben gesagt, der war tot. Mhm. Ja. Da kann man nur hoffen, dass der Mann wirklich zumindest bewusstlos war, dass er das nicht mehr mitbekommen hat. Also ich hoffe, dass er tot war. Oder so, ja. Ja, also. Darius, ich danke auch für deinen Anruf und hoffe, dass du mit diesem Erlebnis, was ja auch sehr schlimm ist, dass du da einigermaßen, ist eine ganze Weile her, 1,5 Jahre, dass du das einigermaßen verarbeitet hast. Nee, das ist ein halbes Jahr her, weil das war 2002. Also, am 18.05.2002, ja. Genau, weil das Erlebnis von dieser... Ich weiß, dann ist es ja noch nicht so sehr lange her. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Nein, eigentlich nicht, weil ich danke für das Angebot. Ja. Nur wir haben ja alles versucht. Ich meine, das Einzige ist, wenn ich dran durch Gespräche mit Bekannten bzw. durch den Bruder darauf wieder hingewiesen werde, auf was wir da erlebt haben, ja, da habe ich das Problem damit, Bild fertig zu werden. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Ja, aber wir haben ja alles versucht, was möglich war. Also natürlich trifft euch überhaupt keine Schuld und dich auch keine Schuld. Dennoch bleiben einem natürlich solche Bilder dann in der Erinnerung. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Darius. Ich hoffe. Ich danke. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Heiko, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, nicht Heiko. Oh, Heike, okay. ich bitte um Entschuldigung. Hallo, ja. Es steht hier auch richtig. Ich hab falsch gelesen. Kein Problem. Ja, Heike. Also zufällig gucke ich heute Abend mal in deine Sendung rein. Mhm. Und Feuer ist für mich auch ein Element, was ich am eigenen Leib sehr schmerzhaft kennengelernt habe. Inwiefern? Ich habe mich halt als 6-jähriges Kind auch zu fast 70% des Körpers 3. Grades auch verbrannt. Wie ist das passiert? Was ist passiert? Das war
war der erste Urlaub der Familie und es ist an einem Grill passiert. Mhm. Also es wurde gerade nicht aufgepasst und ich habe Würstchen umgedreht und es kam ein Windstoß von der Seite und eine Stichflamme. Ach. Und dann habe ich mich verbrannt. Und diese Stichflamme hat solche schweren Verbrennungen verursacht? Ja, der Grill war mit Spiritus gefüllt. Das heißt, dein ganzer Körper hat gebrannt? Ja, also Oberkörper, Arm und Beine und Gesicht. Gesicht auch. Das heißt, du hast heute, das sieht man dir heute auch noch an? Nein, im Gesicht nicht mehr. Also Gott sei Dank ist im Gesicht alles verheilt. Mhm. Und es ist auch an sich gut verheilt. Mhm. Also äußerlich gut verheilt. Man sieht es natürlich in dem Moment, wo man sich auszieht, sehen natürlich Menschen, dass der Oberkörper und die Arme oder vor allen Dingen der rechte Arm Narben haben. Aber mir ist... Ja. Wie lange hast du damals im Krankenhaus gelegen mit den schweren Verbrennungen? Also ich habe ziemlich lange alleine, das war auch mit einem Alter von 6 Jahren fast 6 Wochen ganz alleine gelegen. Mhm. Und bin danach dann an ein Krankenhaus von dem Urlaubsort entfernt zu dem Heimatort und habe dann nochmal die gleiche Zeit gelegen und dann noch eine Weile zu Hause. Und dann ging es so langsam wieder in die Schule. Kannst du dich an diese, ich meine, es ist lange her, aber letztendlich ist es dir wahrscheinlich auch sehr nahe. Genau. Ich stelle mir also Brandverletzungen mit die schlimmsten, als schlimmste Verletzung vor, die man sich zuziehen kann. Hast du diese Schmerzen noch in Erinnerung? Also mir fehlen zum Beispiel ein paar Tage, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Und mir fällt es immer dann auf, wenn ich jetzt manchmal mit Feuer oder mit Hitze in Berührung komme, wie an einer Kerze oder an einem Bügeleisen. So. Dass man da übersensibel ist und... Ja, dann habe ich so das Gefühl, mein Gott, wie weh tut das so und wie muss es getan haben, diese Verbrennung so an dem ganzen Körper. Ganz genau, also, wenn man sich an einer Kerze nur so ein Stück vom Finger verbrennt, oder tut das schon. Backofen oder dann tut das schon weh. Also die Erinnerung gibt es nicht. Wenn man als Kind so etwas Schlimmes erlebt hat, welches Verhältnis hat man dann überhaupt hinterher zum Feuer? Hast du nicht immer panische Angst, wenn irgendwo eine Flamme ist? Oder normalisiert sich das irgendwann? Ich glaube, ich habe ein sehr zwiespältiges Gefühl zu Feuer. Also Feuer sollte ja eigentlich, oder ist durchaus ja auch was Schönes, was Wärmendes. Mhm. Und ich kann in Abständen, wenn irgendwo ein Lagerfeuer ist, ist das ja zum Beispiel durchaus was Schönes, dort zu sitzen. Klar. Aber ich brauche das immer mit einer ziemlichen Distanz. Mhm. Ich kriege, was bei mir nicht geht, ist an Grillfesten. Da habe ich immer besonders Angst um die Kinder, die da sind. Mhm. Und was mir am meisten oder ganz viel in Erinnerung geblieben ist, ist der Geruch. Mhm. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Mhm. Also meinem eigenen. Ja. Und wenn ich rieche, wie etwas auf dem Grill verbrennt, dann hat es einen ganz ähnlichen Geruch. Also, der Geruch ist mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Hast du selbst auch Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich glaube, dann ist man wahrscheinlich noch fast aber schon... Aber so Kinder von meinem Bruder oder von Freunden einfach. Und wenn wir dann zusammen grillen, dann gucke ich immer. Also ich meine, gut, heute zündet eigentlich niemand mehr seinen Grill mit Spiritus an. Das hat man vor 30 Jahren halt noch gemacht. Was mir noch wichtig ist oder weshalb ich auch angerufen habe, das ist... meiner Meinung nach, auch wie ich es empfunden habe, ist es sehr wichtig, dieses aufzuarbeiten, weil es ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Das glaube ich auch. Und es betrifft einen, glaube ich, wirklich ganz. Hast du es geschafft, das aufzuarbeiten? Ich bin vor 2 Jahren nochmal angefangen. Und Heike, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Aber schön, dass wir auch noch haben reden können. Und schön, dass du auch nochmal erzählt hast, dass das wichtig ist, das aufzuarbeiten. Und es geht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Gut, in der Technik Jens Diegel, morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Macht's gut, ciao.